Die Entdeckungsreise von Mia und dem magischen Kompass. Die vierjährige Mia fand eines Tages auf dem Dachboden einen alten, aber wunderschönen Kompass. Dieser Kompass zeigt dir mehr als nur die Richtung, sagte ihre Oma. Er führt dich zu magischen Orten, wo du Neues lernen kannst. Mias erste Reise führte sie in den Wald der Weisheit. Dort traf sie kluge Eulen, die ihr von der Natur und den Sternen erzählten. Mia lernte, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und die Tiere zu respektieren. Der Kompass führte Mia dann zu einem kleinen Dorf, wo Kinder aus aller Welt zusammen lernten und spielten. Mia machte neue Freunde und lernte Worte in verschiedenen Sprachen. Sie verstand, dass jeder Mensch einzigartig und wertvoll ist. In der nächsten Nacht brachte der Kompass Mia in eine glitzernde Stadt, in der Erfinder und Wissenschaftler lebten. Mia sah, wie sie an spannenden Erfindungen arbeiteten, die die Welt besser machen sollten. Sie lernte, dass Wissen und Neugierde der Schlüssel zu großartigen Entdeckungen sind. Mia besuchte auch ein buntes Land, in dem Musik, Tanz und Malerei überall waren. Sie malte ihr eigenes Bild und tanzte im Rhythmus der Musik. Mia erkannte, wie wichtig Kreativität und Ausdruck für das Glück sind. Mit vielen neuen Eindrücken und gelernten Lektionen kehrte Mia nach Hause zurück. Der Kompass hatte sie zu Orten geführt, die ihr Wissen und Verständnis erweiterten. In ihrem Zimmer, umgeben von den Schätzen ihrer Reise, Büchern, Bildern und Erinnerungsstücken, schlief Mia ein. Sie träumte von ihren Abenteuern und wusste, dass jede neue Nacht eine Chance für weitere Entdeckungen bot. So endet die Geschichte von Mia, dem magischen Kompass und ihren wunderbaren Reisen. Eine Geschichte, die zeigt, dass Lernen und Entdecken nie aufhört. Gute Nacht, schlaf gut, träume von deinen eigenen Abenteuern.